In Freiberg war am 1. Mai Sonntag wieder Event-Shopping angesagt. Auf der Passage von Schlossplatz bis Poststraße und um den Obermarkt luden viele Geschäfte zum entspannten Einkaufen mit Unterhaltung und vielen Aktionen ein. Auch Historisches, wie bei der Ausstellung alter Post- und Fernmeldetechnik oder zu Führungen in Rathaus und Kornhaus, wo auch die Bibliothek geöffnet hatte, konnte man erleben. Ein buntes Programm mit vielen Aktionen, farbenfroh wie die aktuelle Frühlings- und Sommermode. Einen kleinen Einblick in die neuen Trends dazu gab es bei einer Schau vom Geschäft Sim Fashion. In diesem Jahr für die eher jüngere Kundin sind diese sogenannten Bomberjacken mit Patches dran, mit diesen Aufklebern, die man auch an Schuhen wiederfindet oder an anderen Kleidungsteilen, sowie eben farbenfrohe Kleider für den Sommer, was ich persönlich sehr gerne mag. Wir zeigen Modelle in allen Konfektionsgrößen. Also jeder Figurtyp findet sich auf der Bühne wieder und die Mädels in allen Altersgruppen zeigen die aktuellen Trends und ungefähr die Hälfte davon Kleider. Wir hoffen, Sie finden alle ein schönes Outfit. Es gibt für jeden das Passende. Also wir haben uns zumindest Mühe gegeben und ich glaube, die Mädels sehen gut aus. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Farbenfroh ging es auch beim Autofrühling zu. Auf Obermarkt und Schlossplatz präsentierten Händler ihre aktuellen Angebote und für Mobilinteressierte war so gut wie alles dabei. Vom kleinen Individualisten und oder sportlich bis Van, so wie bei Autohaus Winter. Ja, das ist der Ford Custom in Titanienausstattung in der langen Ausführung mit einem Dieselmotor von 2,0 und 170 PS. Die Sitze sind einzeln herausnehmbar und klapper- und in der Lehne verstellbar. Natürlich für Familien geeignet in jeder Richtung. Neben mir befindet sich der Kia Optima SW in GT-Ausführung. Ein 2-Liter Turbomotor mit 245 PS, mit Ledersitzen und Schiebedach und vielen anderen Ausstattungen. Kompakt, sportlich und für jedes Alter zu fahren, das gab es unter anderem auf dem Schlossplatz. Auch wir vom Autohaus Börner aus Oberschöner sind heute hier in Freiberg beim Frühlingsfest, um unsere Fahrzeuge zu präsentieren. Der Highlight ist der Suzuki Swift in der 6. Generation. Es ist ein neues Fahrzeug, ein schickes Auto mit vielen neuen technischen Highlights. Und wir laden alle recht herzlich ein am nächsten Wochenende zur Swift
Vorstellung ins Autohaus Börner nach Oberschöna. Frühlingsfest mit Shopping und Unterhaltung. Das kam bei den meisten wieder gut an. Super, super. Super, wir haben uns gut unterhalten. Man kann mal einen Geschäftebummel machen, mal sehen, was es überhaupt gibt. Und einkaufen und das schöne Wetter nutzen. Das ist ja nicht nur das Einkaufen, das ist ja allgemein, dass ein bisschen was los ist im Freitag. Ah, ist mal eine schöne Sache. Ja, könnte öfter mal sein. Ja.